Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Max Payne 2, also Fall of Max Payne. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit dem siebten Kapitel aus Akt 1, The Million Dollar Questen. Und ich würde mal sagen, Attacke. So, Max ist ja mit Mona hier in dieses Gebäude, um halt einen Kontakt zu treffen halt, die Mona kennt, in diesen inneren Circle. Und da geht jetzt, und da stimmt was nicht, und Max geht erstmal alleine vor. Hier sind angeblich irgendwelche Cleaners unterwegs. Oh, da hat jemand aber Spaß gehabt. So, mal schauen. Well, that's just it. What you don't see is that we are working here. This is a pro setup, top of the line. This isn't something to joke about. This isn't just a costume party. Now take Kaufman. Believe me, without going into details, Kaufman is a bad motherfucker. Of course, that's not his real name. Yeah, no, I see it. I meant nothing by it. And that's the other thing. You should mean something by it. Take a stand for once in your life. Come on, I get the point, okay? Hey, just saying. Just saying. Yeah, I get the point. Okay, da gehe ich gleich rein. Hier gibt's so viele Türen. Okay, das sieht nach Treppenhaus aus. Da geht's nicht weiter. Okay, das Licht an. Okay, da geht's auch nicht weiter. Okay, da gibt's nur die eine Tür. Ich bin von der Polizei. Okay, die sind echt misstrauisch, die Leute. Aber gut, so. They're cleaning other apartments as well. Corcoran said that other Inner Circle members live in the building. Okay. Ja, die Cleaners sind dabei, hier aufzuräumen schon mal. Okay, dann gehe ich mal da rein. Sonst ist hier ja nichts. Found a body, a thin guy in a suit. Not Corcoran. He's a big man, fat. Okay, ja, dann gehe ich mal. Darüber ist ja der falsche Mann. Wow. Okay, der hat eine Granate fallen gelassen. Okay, ich habe auf jeden Fall ein paar Painkillers noch auf Lager. Wie sieht es munitionstechnisch aus? Ich habe eine MP5, ich habe ein bisschen Kalaschnikow. Ne, ich bleib bei der Schrotflinte noch. Okay, Ingram, Schrotflinte, Granate. Gotta look around. Okay, mal schauen. Okay, hier ist nix.
Ist auch nichts. Badezimmer. Nothing here. Check upstairs. Okay. I'm going upstairs. Stockwerk höher. Strip it down. Papers, photos, everything needs to go. This place needs to be cleaner it's ever been. Kaufman's orders. If and when the CSI crew gets here, it needs to look like a black hole materialized in here and sucked every print, every hair, every mote of dust away. Like someone went back in a time machine and killed his parents before they met. Like this guy never existed. Let's do it. Almost done. The fat man wasn't ready to go. No? Nope. Tried to put up a fight, like killing an elephant. Took a dozen bullets before he went down. The bigger they are, the harder they fall. Right. Moving out soon. Yeah, I'll take care of downstairs. Okay, die Cleaners haben den Kontaktmann erwischt, so wie es sich anhört. There! Shoot! So. Okay, da kommt noch einer. Na, ist da noch einer hier? Okay, wo ist der? We're late. He's dead. You need to get out of there. We need to leave now. More cleaners in the lobby coming your way. I wasn't ready to go. Not without a single piece of evidence. In the photo, a group of men posing in front of a manor house. Corcoran was there. Senator Gate was there. So was Alfred Woden. So it was true. All bets were off. The Inner Circle was involved. Okay. Anscheinend sind hier Cleaners unterwegs. Shoot! Boah. Oh, ich hab Colt-Kommando. Ingram, Colt Kommando, meine Güte, ne. Waffenarsenal ist aber richtig groß geworden. Also mal schauen. Ne, hier geht's nicht rein, hier auch nicht. Oh, ein paar Gläser. Okay, Kühlschrank geht nicht auf. Ja gut, ne, hier geht's auch nicht weiter. Die falsche Sekundarwaffe auswähle. Erstmal hier wieder auf Hauen drücken oder Hauen auswählen. Na? Okay, Max Payne kann doch kein Klavier spielen. Hier ist nichts mehr.
Okay, ich mach mal einen Quicksave. Wir wissen ja alle, was passiert. Okay. Okay, hier ist... Außer ich spring hier runter. Das würde dann Sinn machen. Everything okay up there? Something's gone wrong. I just know it. I told you already. We're much better off than they were. They were on a stakeout when it happened. Stakeout wears you down. It numbs you. Then when you have to be ready all of a sudden, you're not. We, on the other hand, got adrenaline on our side. We're ready. We can handle it. Whether it's a crazy jumper, or a cop, or the killer broad, or whatever it's gonna be. She's worse than him. We can handle it. Kaufman will take care of it. Okay, warte mal. Ich muss jetzt was gucken. Autosave continued. Okay. Ja, stimmt, ist ja wie bei der ist bei der Konsolenfassung so. Man hatte große Kapitel, wenn die mal groß waren halt, zwischendurch mal geteilt. Innen drinne halt. Weil wegen, wie soll ich sagen, halt wie wegen des Arbeitsspeichers oder so. Da, man müsste halt hier und da mal ein paar Kompromisse einlegen, aber wo ich sagen muss, so ist ja nicht verkehrt. So, jetzt. Das waren die Cleaners hier. Okay. Wow. Hier. So, ein paar Painkillers wäre nicht schlecht. Anscheinend haben die hier gut aufgeräumt, die Cleaners. Okay, das sind die Leichensäcke. Mal schauen, Küche. Ah, Badezimmer. Hier sind keine Painkillers da, okay. Keine Schmerzmittel. Ja gut. No, no, no. What is... Okay. Nice timing. What was he... Shoot! It's gonna be a long walk down this way. I'm working on it. Okay. Mal schauen. Ja, die Cleaners, die bringen auch wirklich jeden um halt. So, was hast du? Okay, zwei Painkillers. Das ist schon mal gut. Okay, hier geht's weiter wahrscheinlich. Okay, hier ist auch nichts. Okay, wieder so ein doppelstöckiges Apartment. Ach, hier. Okay, Töpfe, Gläser. Starting to sound like a broken record here.
More cleaners to the right, in the lobby, behind the door. Thanks. Okay. Address unknown continues. Wherever I went, the payphone started to ring. Finally, I collected enough courage to answer one. John! You must run! He's coming after you! He wants to catch you! They're closing in! John, I love you! Don't give up! I wasn't gonna give up on her. I could hear her voice in my head wherever I went, guiding me. I traced my double to a classy uptown nightclub, Pink Flamingo. It was happy hour. They were serving flamingo cocktails. Somehow the flamingo was tied to my double. The stripper in the bar looked just like my girlfriend. Mira's men had found me. I ran. Stop him! There he goes! Stop him! You can't escape! We're coming to take you away! You have nowhere to run! Mira was an influential figure in Noir York. His men chased me. They wore white uniforms. They looked so clean. They chased me in black vans with the logo of the flamingo on them. I ran. Okay. Pleased to meet you, dearest of all my Andres friends. Unknown. Allow me to introduce myself. So, hier sind Cleaners angeblich. I invite you to the grand opening of my restaurant. Vodka. Hey! Get in here now! Get in here! Mayday, wake up! I'll check the apartment the cleaner was guarding. Okay, mir geht da langsam hier die Munition aus. Ah, kommt hier die gute alte Schrotflinte. So. Mal schauen. Why would I risk my life on a window cleaner's lift when I can use the elevator? Don't know. For fun. The thrill of it. Like bungee jumping. Extreme sports. You know. Don't get it. That's something for stupid kids with a death wish. I don't need to die to feel I'm alive. This isn't exactly a job without its hazards, what we are doing. Granted, but we get paid for doing this. Money's the difference. A guy will put up with all kinds of crazy shit for money. Okay, ja, das ist ein gutes Argument. Boah. Warum sollte ich hier, Mona, genau, warum... I found a window cleaner's lift. I'm headed down. Max? Yeah. I don't know. I just wanted to say... Damn it. Mona? Mona? Mona! Okay, Mona ist in Gefahr. Aber zurück zu dem Cleaner. Deine hatte ja, sag mal schnell, irgendwie recht halt. Warum soll ich hier diesen Fensterputzer-Aufzug nutzen, wenn ich halt den normalen Aufzug nutzen kann? So, jetzt mal schauen, wo die Mona abgeblieben ist. Okay. Down there, he's gonna get away! Say hi to the pavement, sucker! Okay. Also, jetzt bin ich ein... echt nach unten springen? Ich mach nochmal einen Quick Save. Von wo schmeißt er die Granaten runter? Okay.
Ah, verstehe. Nach da? Und hier? Someone had got Damona. Nothing had worked out as planned. I had to find another way down to the lobby. So. Ah, die Cleaners sind hier wunderbar im Aufräumen halt. Hauptsache keine Zeugen. Okay, Blickrichtung zu mir. Okay, Kalaschnikows, mehr AKs für Max. Okay, Kaufmann ist da. Echt, haben die Kaufmann erschossen? Die eigenen Leute. Unfassbar. So. Ingrams. Ich laufe nochmal zurück. Genau. Ich muss nochmal zurücklaufen einmal. Was hier? Nein. Hier? Ah, warte mal. Hier war es doch. Genau, da war noch ein... Genau, zwei Stück. Einen nehme ich. Schmerzmittel. Ja, die Kaufmannsleute haben ihren Anführer erschossen anscheinend. Ja, kann mal vorkommen. So, einmal Fahrstuhl benutzen. Why had she come to me in the first place? For help? For something she wasn't telling me. NYPD, freeze! Easy, don't move! Payne, what are you doing? What are you doing? The million-dollar question I didn't have the answer to. What were you thinking? Were you thinking at all? I was following a lead. She was helping me. She is a fugitive murder suspect, for Christ's sakes. I was trying to save those people from the cleaners. The two cases are connected, mine and Winterson's. Senator Gate was killed by the cleaners. They are connected. Winterson can have them both. She doesn't back you up. I was doing my job. I'm sorry to do this, Payne, but it's for your own good. Hand me your guns. I'm putting you to a desk job. Start by writing a report on what the hell happened on the Upper East Side. Fraternizing with the enemy. I had stepped over the edge. The cartoon moment when the gravity waits for the coyote to realize his mistake before the plunge. Get yourself to a counselor. You're falling apart.
When you're ready to go to AA, come talk to me. Get your act together. And get someone in here to help me with this mess. I was mad. At myself. At Pervora. At Mona. Was she worth this? So, und ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit dem zweiten, dem Prolog vom Akt 2, A Binary Choice. Ansonsten, wie gesagt, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.